Hey Internet und YouTube! Hast du das gehört? Das war ein bisschen, ja, ein bisschen Seele. Ein bisschen Seele ist wieder weggegangen. Merkt man richtig, ja, ja. Es wird immer weniger. Also im Moment bist du noch so bei 12%. Was passiert wohl, wenn er bei 0 ist? Das finden wir in den nächsten Folgen raus. Was passiert, wenn Quantum keine Seele mehr hat? Wahrscheinlich noch so ungefähr 10 Folgen, dann ist die Seele weg. Außer? Glaubst du, wir kriegen die Seele mit ganz vielen Bewertungen. Oh, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Rettet Quantums Seele mit einer Bewertung. Tut was Gutes, dankeschön. Macht was Gutes für den alten Mann. Ich der Greif, er ist immer noch gefangen. Ja, dann jetzt draufballern oder... Au! Hast das du, auf mich? Hast du dich gerade selbst getroffen? Ich habe gar nicht geschossen, das ist auf mich. Ich hab auch nicht geschossen. Ich glaube, der trifft dich. Vorsicht, wir dürfen nichts verballern. Ich denke immer, der backt gleich raus, ne? Ja. Ich glaube, ich muss mich hier reinstellen. Hier. Bumm! Vorsicht, triff nicht mich. Das sind zwei gut aussehende Kreaturen drin. Einer davon bin ich. Na, wie viele braucht er jetzt hoffentlich? Ungefähr 200. Was? So viel habe ich nicht? Nee, so viel ist es nicht. Ich glaube, ich weiß es nicht. Ach, der ist ja nur Level 11. Der ist nur Level 11. Das ist ein Elfer. Was soll denn mit dem minderwertigen Ding? Was soll denn das? Igitt? Hast du eigentlich Narkotics, wenn er am Boden liegt? Ich meine, vielleicht wacht er total schnell auf. Nee, habe ich nicht. Kacke, ich gehe mit dem Affen schnell was jagen. Hm. Die Bären funktionieren eigentlich besser als die Narcotics an sich. Oh, der ist schon down. Echt, der ist schon down? Level 11, what the fuck? Und beim letzten haben wir... Das ist deiner. Oh mein Gott. What? Ladies first. Oh mein Gott. So, jetzt wollen wir Prime Meat, ne? Ja. Bringen wir es um. Mit dem Vieh. Moment, ich hol erstmal hier Narcotics. Jetzt schnapp dir mal deinen Vogel, kannst dir mithelfen. Gib mir die Narcotics raus. Warte, ich zieh die raus. Okay. Hast du sie? Ja, ja. Mach dir schnell auf. Na, es geht. Wie alle anderen. Was gibt denn Prime? So ein Para. Wo sind die denn hin? Eben gerade waren doch hier noch 40. Und jetzt ist gar keiner mehr da. Wo ist er hin, der Para? Hä, wo sind die hin? Jetzt ernsthaft, hier sind keine mehr. Glaubst du, so ein Bär gibt Prime Meat? Was hier? Hier ist doch ein großer. Wo denn? Ja, ich weiß ja nicht, wo du jetzt bist. Ja, direkt beim Käfig. Aber ich suche diese mit dem langen Hals, diese Paracetamols. Ja, hier, geradeaus, hinter den zwei Tannenbäumen, ein bisschen weiter rechts. Ja, aber genau, das ist doch so einer genau von den Langhälsen. Ja, der gibt auch Prime. Der, sicher? Aber der sieht so schick aus in seinem Blutrot. Ich weiß nicht, ob ich ihn opfern will. Fällt mir zu gut. Hab nämlich überlegt, mir den zu holen. Was hat der denn für ein Level? 30, weiblich. Naja, bist eigentlich so gut wie tot, Kumpel. Sorry. Sorry. Der wird schon Prime Game. Ah, fuck. Ey, ich kann den nicht angreifen. Der schiebt mich dauernd weg. Ah, jetzt. Der Affe geht drauf. Affenkeile. Geschlecht ist nicht verfügbar bei dem. Okay. Naja, ist ja auch ein Greif. Eine edle Gestalt. Die hat kein Geschlecht. Jetzt dreht hier noch eine Kuh durch. Warum dreht hier eine Kuh jetzt durch? Jetzt mach keinen Quatsch hier, okay? Ganz viel Quatsch. Quantum! Eskalation! Was brauchen wir eigentlich für den Bärensattel? Zement 100. Oh. Ja, okay. Es dauert noch ein bisschen. Warte mal, ich muss hier ein bisschen was loswerden. Ich bin voll. Ich bin randvoll mit Quatsch. 4000 Trilliarden Bären hier drinnen. Ja, Zement brauchen wir hier. Stirb doch endlich! Mann, die Dinger sind echt robust, oder? Down! Nicht drauf mit dem Vogel. Ich hab schon 9 rohes Filet. Echt? Mit einmal zubeißen, ja. No problem. Okay, ich hab auch nochmal hier 10. Dann vielleicht kriegen wir direkt den nächsten Greif, ne? Dann machen wir direkt 2. Können die sich paaren? Ich meine, die haben kein Geschlecht. Ja eben, wie soll das funktionieren? Das ist ja total unrealistisch. Aber können wir dann mit einem Greif rein theoretisch auf Eierjagd gehen? Ich weiß nicht, wie das funktioniert. So, dann legen wir mal rein. Selber ein bisschen Hunger. Sieht aber echt nice aus, oder? Also das muss man ihm lassen. Schau dir mal den Kopf hier an. Richtig schick. Ein Filet, das ich verdient, der Vogel. Ja, nee. Was ist das denn?
Der alten Donner. Hier, eins kannst du haben. Ja, das ist Belohnung. Brecki. Ist mal hier die Bären, mein Freund. Sicherheitshalber. Warte mal, ich gebe hier nochmal Bären rein. Ja, definitiv. Auch mal ein bisschen was essen. Lag hier schon wieder an der Unterernährung. It's time prime. Und fertig. Ja, es wäre geil. Ne? Ein bisschen. Ja, ich bin dabei, Jungs. Oh, es schmeckt gut. Ich bin dabei. 6 Minuten, bis es spoilt. Zeit. Ich hab nicht wirklich Hunger, ne? 2 Bissen. Na gut, jetzt haben wir die Beeren. Ich weiß nicht, wie das... Aber ich kann hier hinten noch aus dem Dino ein bisschen was rausstechen. Der liegt nämlich noch da. Ich habe ihn extra nicht ganz zerlegt. Damit wir noch einen Plan B haben. Steht noch nicht. Er ist hier noch 3 Minuten. Ich bleib jetzt hier. Kriegt er keine Level hinzu? Das steht auch gar nicht dabei. Keine Ahnung. Finden wir jetzt raus. Ich weiß es ja nicht. Aber leveln müsste er. Komm, lass dir schmecken. Komm schon. Brauchst du noch Beeren? Ich weiß nicht. Kommt drauf an, wenn er jetzt das erste Mal isst, was da passiert. Macht er denn schnell auf? Nee, wie viele hast du denn noch von den Narcotics? Ich habe noch genug. Also wir können direkt sind noch im Typen drinnen. Im nein, ich meine von den wo der Munition. 66. Ja, dann können wir noch einen holen. Ja, okay, Level 11 hat wirklich nur ein paar benötigt. Was war der andere? 40? Und da haben wir... Ey, bei dem anderen habe ich 50 oder so reingeballert. Ja, der war Level 40 irgendwo so. Aber ich glaube, dadurch, dass er halt immer wieder geschlagen wurde, ja, ist der immer wieder resettet worden. Aber war es ja nicht so, wenn man die schlägt, dass die dadurch wach werden? So ein saftiger Schlag? So ein Hoch-Wo-Bin-Ich-Schlag? Hat er schon gefressen? Nee. Shit. Wir brauchen einen Kühlschrank. Komm, wie lange hält das Fleisch noch? Nicht mehr lange, ne? 5 Minuten. Ja, ich kann hier nochmal vielleicht was rausholen, weil der hier verrottet gerade. Über ein Inventar. Das hier. Wirbel. Was? Ein Wirbel ziehst du raus? Ich habe eben gerade einen Wirbel rausgezogen, ja. Das ist krank. Krank, oder? Mensch, jetzt beiß zu, Kumpel. Aber die Falle hat funktioniert. Stonehenge. Da wurden damals Greifen gefangen. Historisch korrekt. Donner ist und? Komplett, oder was? Maximale Errungenschaft. Noch immer nichts gegessen. Ja. Aber er ist auf jeden Fall Prime Meat, definitiv. So ein verwöhnter Rotzlöffel. Da ist ein Greif. Da ist der verwöhnt. Ach du Scheiße, wie viel Fleisch kriegt man denn aus dem Kollegen raus? So, ich hätte hier nochmal eine Lieferung. Bin gerade weg vom Ding. Aber. Aber nicht, dass der aufwacht, ne? Ich habe keine Ahnung. Nee. Ja, keine Ahnung. Häng an Tropf. Nicht, dass der auf einmal denkt, hey. Aufwachen macht Spaß. So. Also hier. Was steht hier so? Ausdauer, Leben. Nahkampfschaden 105, Geschwindigkeit 100. Kann man anscheinend auch gar nicht leveln. Also tolle Werte hat er jetzt nicht unbedingt. Benommenheit. Traglast. Gleich müsst ihr was fressen. Lange kann das eigentlich nicht mehr dauern. Jetzt, oder? Nee, das waren Narcotics. Ich habe ihm hier noch ein paar reingedrückt. Hier auf Nummer sicher gehen. Weil die Narcotics zählen auf jeden Fall nicht als Nahrung. Es geht immer weiter runter. Das Einzige, was er hat, ist Gesundheit halt 2000, aber das ist jetzt auch nichts. Ja, aber ich denke, er ist ziemlich schnell, oder? So ein Greif müsste doch sehr schnell sein. Vielleicht isst er nichts, wenn wir ihm die ganze Zeit Narcotics geben. Nein, Narcotics haben keinen Einfluss. Schau mal hier, jetzt ist er bei 255. Ja, und wenn ich ihm jetzt hier so 5 reindrück,
dann verändert sich hier nichts, geht weiter runter. Nahrung geht weiter runter. Das hat keinen Einfluss. Vielleicht findet er einfach das Prime Meat nicht geil. Denkt sich, es geht noch primiger. Was will er noch alles? Er will es gebraten. Und mit ein wenig Pfeffer oder sowas. Ja, was denn da? Ein bisschen Gemüse dazu, abschmecken. Ja, ein bisschen abschmecken. Mach ich mal so eine gute Brühe. Glas Wein noch dazu, oder? Wäre gut, ja. Hey, hier ist noch ein Bigfoot. Ah! Er hat einmal gegessen, ist es fertig. Echt jetzt? Ja. Alter, das macht vorne die Pillars, müssen wir jetzt wegmachen. Er braucht nämlich keinen Sattel, der Kunde. Nee? Glaub nicht, nee. Kommst aber hier nicht raus. Nee, natürlich nicht. Und der ist da. Alter, der sieht schick aus. Ja, der ist schnell. Der ist sehr, sehr schnell. Aber man kann seine Geschwindigkeit nicht verbessern. Wir können jetzt hier nur... Er hat 31 Level noch oben drauf bekommen. Okay. Ausdauer hat extrem wenig. Gerade mal 275. Das müssen wir auf jeden Fall drastisch erhöhen. Das ist ja nix. Und tragen kann er auch nichts groß. Und Schaden hat er auch nicht viel. 70 gerade mal. Gib ihm mal hier ein bisschen Schaden. Jetzt ist er bei 96%. Also stark scheint er nicht zu sein. Ich glaube, er ist auch nicht so schnell, oder? Warte mal. Oh, man kann Sturzflug machen. Oh! Das kann er auf C. Okay. Regeneriert der Ausdauer in der Luft? Das wäre geil, wenn er sowas könnte. Alter, der sieht aber fett aus. Sieht richtig, richtig fett aus. Moment, du bist hinten drauf? Ja, Passagier. Ist mir eben erst aufgefallen, weil du so klein bist. Du gehst in dem Haar und dem Fell von dem total unter. Oh, schick, oder? Uiuiui. Regeneriert er da, weil er nichts tut oder so vielleicht? Beim Sturzflug? Er verliert auf jeden Fall sehr, sehr wenig. Da hole ich mir das Drachen ein und dann zack, weg. Der Drache holt dich ja ein in 0,nix. Elegant ist es. Ja, wie machen wir denn hier einen schnelleren? Ich meine, wenn man das nicht mehr beeinflussen kann, könnte man es ja rein theoretisch auch mit dem Züchten nicht mehr beeinflussen. Weißt du, was ich meine? Ja. Und ja, ein richtiges Problem. Wie komme ich in Third Person? Bin ich bekloppt? Ranzoomen, einfach ranzoomen. Nee. Dann wieder rauszoomen. Ran und raus. Kann überhaupt nicht zoomen hier. Mit dem Mausrad? Nee, geht nix. Bei mir geht es. Ego-Perspektive, Schulterperspektive. Guck mal, da unten ist ein schöner Spino. Der ist schick, oder? Oh. Der würde mir gefallen. Wollen wir mal ein bisschen kämpfen? Ich probier's mal. Alles klar, wir machen 17 Schaden. Ist ja gar nichts. Und vergiftet. Cool. Oh Gott, wie viele Ameisen. Aber der ist total der Schwächling. Für was ist denn der jetzt gut? Deko. Ja. Stonehenge, weißt du? Der ist ein Deko. Er sieht aber halt geil aus. Das muss man ihm lassen. Er sieht einfach gut aus. Hier ein bisschen Pelz abstoßen. Ich glaube, wir werden auch schneller, wenn er nicht so voll wird. Er ist ganz schön überlastet. Er kann halt einen Sturzflug. Dafür ist er gut. Er knurrt. Er kann knurren. Cool, oder? Nun, deine Begeisterung hält sich jetzt aber hier in Grenzen. Ja, das ist jetzt. Wo ist der Hype hin? Yay, wir haben einen Greif. Nee, es ist schön. Ja, einfach zur Deko halt irgendwo hinsetzen und dann schauen wir ihn an und das ist toll. Ja. Ja. Genau. Er sieht auf jeden Fall unverschämt gut aus. Er folgt dir, mach mal Uhr. Also er sieht echt vorbildlich gut aus. So von der Farbe her ist er perfekt, finde ich. Aber er kann halt weder kämpfen, noch schnell sein, noch tragen, noch viel Leben haben, was noch sich vermehren. Sammelt der irgendwas? Ich kann er irgendwie besonders gut... Wollen wir mal... Ach, ich kann nur in Reiten... Also ja, habe ich first... Okay, in Reiten kann ich umschalten. Kannst du umschalten jetzt? Nee. Okay.
Jetzt sehe ich halt deinen haarigen Rücken. Ja, ne? Du kannst auch nicht. Okay, das Passagier geht anscheinend nicht. Okay. Aber du jetzt kannst mit dem Mausrad hin und her zoomen, oder? Ja. Aber anscheinend nicht das Passagier. Wollen wir uns Eier holen? Glaubst du, wir schaffen das? Der ist tot. Zu entkommen? Ich sehe es doch kommen. Aber wie wollen wir denn Eier holen, wenn man die Geschwindigkeit von Flugtieren nicht mehr beeinflussen kann? Ich meine, mit welchem Vieh wollen wir da rein, um Eier zu holen? Hm. Das ist jetzt die große Frage. Stimmt, wenn man wenn der Drache einholt, ist es Sense. Dann ist Sense, der ja. Der hat einmal gespuckt und ich war weg vom Fenster. Also wie wollen wir da rein? Er ist immer noch ein Ticken schneller als unsere Vögel. Komm, setz dich mal drauf. Oder wollen wir direkt den nächsten holen? Dann können wir mal gucken, ob wir sie vielleicht doch irgendwie paaren können. Vielleicht sind die halt vom Geschlecht her so, dass sie alles nehmen. Naja, weißt du, jetzt sie sagen, noch ey, einen ist nicht mehr drin, aber... Wir können auf jeden Fall noch einen in die Falle locken. Wir können es probieren. Okay, die Falle locken, ja, definitiv. Ja. Vielleicht finden aber da muss der Pillar hier noch weg. Ich brauche erst... Da muss ich mit dem Vogel mal. Rein. Ich muss eben mit dem Vogel rein. Ich mach den mal oben hin. Ich hier mit der alten Olga rein. Hinten war ja irgendwo noch einer, aber dann finde ich es irgendwie krass, dass die Viecher nicht sterben, ne? Also der Greif, der hat ja alles weggesteckt. Da hinten hängt einer und das sieht aus wie ein Kolibri. Der flattert total verrückt. Ach du Heilige, was ist das denn für ein aggressives Tier? So. Komm du. Drecksvogel. Hergestellt, okay. Ja, aber wenn, dann schauen wir jetzt nach einem High-Level-Dings dann, oder? Weißt du nicht, was der hat? Kannst nicht sagen. Wo bist du jetzt? Bist du schon wieder unterwegs? Ich hab schon den nächsten, ja, der fliegt schon hinterher. Okay. Ah, jetzt geht er aber auf den nächsten Langhals. Oh Gott, ist das hier wieder ein Chaos. Hier steht der Bigfoot daneben und so, nicht, dass die angreifen hier. No, zieh mal alle weg schon mal. Muss hier eh noch was töten. Komm, du willst mich! Du willst mich! Ja. Gut so, gut so, gut so, gut so. Ach so, mit dem Fernglas kann man das Level sehen, oder? War das nicht zweimal? Ja. Ach shit, dann brauchen wir sowas. Er kommt. Oh, ich muss noch weg mit dem Vogel! Aber hier ist noch ein Pillar, hier hängt noch ein Pillar. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt rein kann. Er ist drin. Er ist drin, er hängt. Okay. Lenk ihn hier noch ab. Wärst du ihn ein? Ja. Gut. Alles klar. Mann, die Falle ist wirklich... Funktioniert top. Was hat er denn jetzt für ein Level? Oh, nee, Donner! Olga! Ich sag immer Donner! Olga! Olga! Jesus Christ! Schluss jetzt, Olga! Aber Schluss! Jetzt ist sie hier, da ist ein fucking Vogel natürlich eingesperrt. Versuch ihn, nein, der ist nicht eingesperrt. Egal, der ist Level 8, der ist Level 8. Egal, wir nehmen ihn trotzdem, oder? Um mal zu gucken, ob die sich paaren. Olga, was? Jetzt ist er durchgebrochen hier, oder was? Moment, alle passiv. So. Komm. Das sah aus, als hätte er durchgebrochen hier. Ja, es sieht immer so aus, aber der blutet schon ein bisschen, der hält nicht mehr viel aus. Mann, warum finden wir hier nur so Low-Level-Varianten? Egal, betäub ihn mal. Lieber ein Greif zu viel als einer zu wenig, oder? Ja, Mann. Ersatzgreif erstmal hier, ne? Die Dinger sind jetzt nicht mehr besonders. Können wir wegschmeißen. Ich weiß noch, als Greifen cool waren. Hm. Und wir gedacht haben, wir kriegen nie einen und jetzt haben wir hier so viele. Was ist jetzt los? Jetzt dreht ihr noch ein Paracetamol durch! No! Olga! Don't! Ich zieh ihn weg. Warum hält denn der jetzt? Der kommt mir vor, der hält mehr aus als der andere. Ja, irgendwie schon. Jetzt ist er down. Bewusstlos. Alles klar, hier oben ist ein Massaker. Oh, nee!
Ich hab gleich direkt Prime Meat. Ja. Ich glaube, wir brauchen gar keine Drogen wahrscheinlich. Ich wollte auch nur einmal essen und dann ist beendet die Sache. Ja, bei dem Level auf jeden Fall. Ich hab Prime mit rein und die End. Obwohl, vielleicht doch einmal Drogen. Ich hab noch ein bisschen was. Das war die Greifjagd, das war total und spektakulär. Trotzdem würden wir uns freuen über einen Like. Bin sogar zwei gefangen. Unglaublich, aber wahr. Wir sind voll die krassen Typen. Wenn man die Level zusammenrechnet, sind die ganz schön... Monster, du. Nicht mal dann, aber ja. Der kann was. Das sind die Deko. Die Deko, ja, die werden dann irgendwann mit greifen. Zement übergossen und dann, ja... Stellen wir die uns auf die dicke, fette Brücke. Genau, einer links und einer rechts, ne? Sieht schön aus. Jeder Vogel ist gefährlicher, ne? Also, die fliegende Ratte macht mehr Schaden als so ein Greif. Was hat denn hier so gequietscht? Oh mein Gott. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das sieht doch gleich aus, oder? Haben die andere Farben oder sehen die alle gleich aus? Nee, die haben auch andere Farben. Der gestern sah anders aus. Die hier sind so rötlich. Aber ich finde, er sieht schon cool aus. Heißt der jetzt wirklich Peter Griffin? Ich weiß nicht. Und wie nennen wir den da unten? Der Kitten. Deko. Ungriffen. Oder Ungriff. Ungriff. Wie wär's mit Ungriff? Was? Ungriff? Ja, Greif und Angriff in einem. Ich glaube, ich hole mir da hinten so einen Killer-Dachs. Ich glaube, der kann mehr. Ich habe vorhin einen gesehen, der sah aus wie so ein Stinktier. Hat mir richtig gut gefallen. Kann ich eigentlich was greifen? Hä? Kann er nicht? Was macht er denn hier? Das ist wahrscheinlich eine Attacke. Er hat den einfach nur angezwitschert. Oh, ich habe schon keine Ausdauer mehr. Oh mein Gott. Haben wir... Hier war doch irgend so ein scheiß Vieh, oder? Ach, das ist da ganz hinten jetzt. Den Dachs hier, meinst du? Genau, den. Der ist ja voll aggressiv. Au! Der ist super gefährlich. Pass auf. Das ist ein Psycho. Und der hält richtig viel aus. Kämpf mal gegen den. Was hat der für ein Level? Das sehe ich jetzt. Warte. Bleib mal stehen. 23, 33. Hinter dir ist ein Bär. Jetzt greift den Bär an. Okay, Dachs gegen Bär. Duell. Let's do this. Ich würde sagen, der Dachs gewinnt das sogar. Ich weiß nicht. Das kann nicht sein. Der Bär muss es gewinnen. Das ist ein riesiger Killer-Dachs. Weißt du, dass der Honigdachs einer der gefährlichsten Tiere der Welt ist? Weißt du, wie schlimm Honigdachs ist, wie asozial die sind? Ja, asozial, ja. Aber da, der blutet schon, der blutet schon. Ja, weil er davor schon angenippt war. Ich habe ja auch immer. Der gibt aber, er gibt nicht auf. Hat er gewonnen? Nee, Bär hat. Jetzt will ich mir das Ding aber mal genauer reinziehen. Das ist schon geil. Glaubst du, kann man reiten? Oh no. Aber so eine Bärenarmee wäre auch geil. Was hat der denn für ein Level, der Bär hier? 71! Den hole ich mir. 71? Alles unter 100 ist doch nichts mehr jetzt, oder? Hast du denn schon was mit 100 gesehen? Nun, das stimmt allerdings. Nicht angreifen. Ich weiß. Will ich aber haben. Guck mal nach unserem Greif. Ist er schon am Start, oder? Kriegen wir nicht trotzdem eine Meldung dann? Auch wenn wir irgendwo sind? Weiß nicht. Aber wacht der vielleicht auf? Haben wir ihm genügend Drogen in den Mund gedrückt? Der pennt hier. Der Bär steckt auf jeden Fall gut was weg. Also mehr als ein Greif. Nee, der Bär ist gefährlicher. Der pennt hier und ist... War nur warten. Diesmal mit drauf. Achso, wenn ich jetzt absteige, dann greift er vielleicht. Oh, er klemmt zwischen dem Stein. Alles cool. Wie er aussieht, wie Pinhead, überall die Pfeile im Gesicht. Der olle Pinhead. Der ist einfach durch mich durch! Hey! Fällt er um? Nee. Hey. Aber jetzt müsste er umfallen. Normalerweise, wenn sie fliehen, dann noch ein, zwei Treffer. Dann ist eigentlich Ende. Im Bärengehege. Hat er aufgegeben? Ernsthaft? Was ist jetzt mit dem?
Nee, keine Ahnung, er ist high. Er ist super high. Slidet weg. Der hat Dinge jetzt gesehen, du. Geht auf den Greif. Nee, doch nicht. Nee, er will gar nicht mehr kämpfen. Ich hab noch mal eins reingewirkt. Der will sich umbringen. Der rennt auf die Klippe zu. Der begeht Selbstmord. No. Jetzt hat er meine Flakstiefel zerlegt. Er kommt schon, der pennt nicht ein. Der hat schon 20 Pfeile drin. Was ist mit dem Bären los hier? Ich krieg ihn nicht. Der ist krasser als der Greif. Na gut, er hat ein höheres... Oh nein, er macht Selbstmord! Er macht Selbstmord! Ist er tot? Er ist runtergesprungen. Nein! Did I believe nee, I can fly? Er ist da unten. Jetzt haut er ab. Ja, geh wieder zu deinem Greif hier. Aber er ist da unten. Haben wir keinen? Hol den Greif. Kannst du den Greif holen? Ich bin bei dem anderen wieder. Ach, den krieg ich aber nie wieder hier hoch. Meine Güte. Hab da jetzt 20 Dinger reingedonnert. Der wollte nicht einschlafen. Ach, wir haben der gar Bär keine... wollte nicht einschlafen. Wir haben gar keine Meldung bekommen. Aber der ist jetzt da, ja. Und Name? Keine Ahnung. Lewis Griffin? Oh Mann. Der Bär ist zu krass. Schaden 70. Für was soll denn der jetzt gut sein? Für nix, oder? Weiß nicht. Sturzflug halt. Sieht halt echt cool aus. Muss man ihm lassen. Warum geht denn da nichts bei... Also jetzt, das war nicht geupdatet. Kann Greifenschrei, ist auch das Cooles, oder? Voll wenig von Gesundheit. Oh mein Gott. Hast du gehört? Das kann ich. Ich kann piepsen. Hä? Oh, ich hab dich gepackt, ne? Irgendwann, du hast mich irgendwie weggezogen oder so. Kann es sein, dass du da noch schießt? Hä, ist das eine Schnecke? Ist das eine Schnecke hier drin? Hier ist eine riesige Schnecke. Komm mal her. Komm mal her. Kann ich die reiten? Ich hab sie betäubt, was frisst die? Niemand will Schnecken reiten. Was frisst eine Schnecke wohl? Gammelfleisch? Bäh. Kann ich eine Schnecke? Ich will eine Schnecke reiten. Ich will eine Schnecke. Da ist eine riesige Schnecke, die will ich reiten. Die willst du doch auch reiten, oder? Nee. Sieht die nicht cool aus? Naja, sie sieht eigentlich schick aus, die Farbe. Hast du irgendwas zum Betäuben, weil die wacht auf? Der Greif müsste ja noch seine... Die oh Gott, Bären die wacht ja rapide schnell auf. Naja, was gar nichts sehe ich hier. Was die verliert gar nichts gerade. Klar, die ist doch schon so gut wie weg. Guck mal, die sappert richtig. Hörst du das Sappern? Die gefällt dir, oder? Schnecken machen aber überhaupt keine Geräusche. Aber was frisst? Die hat schon was gefressen? Nee. Lege Nahrung ins Inventar. Was frisst die wohl? Salz. Ja, Salz. Kann man irgendwo Salz finden? Wow. Schrumpelt die dann ein, oder? Oh mein Gott. Hör auf. Hättest du gern so eine Schnecke? Ja, also ja, Deko nehme ich alles erstmal. Haben wir vielleicht diese merkwürdigen Pilze? Weißt du noch, diese, wo wir bei den Kristallen bekommen? Schrank. Sand. Aber ich habe keine Ahnung was. Vielleicht ist die Sand. Eine Sandschnecke. Hört sich irgendwie an, als würdest du was geben, oder? Sandschnecken? Du meinst eine Samtschnecke. Sand. Oder vielleicht ist es hier Kakteen. Erstmal hier alles bunkern hier, die ganzen Vögel. Nee, das ist es nicht. Kakteen. Sag mal, hast du unseren... Da hinten waren doch Kakteen. Hier. Vielleicht isst du davon irgendwas. Wie erntet man die? Ah, einfach so. Kaktussaft, oder? Ich meine, es klingt Pieder. So, als würde das funktionieren. Vielleicht andere Schnecken. Andere Schnecken? vielleicht Kaktussaft, hier. Nee, auch nicht. Oh mein Gott, wenn hier irgendein Vieh hochkommt, ist ja nur Chaos mit unseren ganzen Viechern und die sind dann wahrscheinlich irgendwo. Das sehe ich schon kommen. Eine fleischfressende Schnecke? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Ich habe kein Fleisch. Hast du Fleisch? Nee. Jetzt bin ich wieder weg von dem... Oh, was fressen die eigentlich? Stimmt. Ich habe nicht aufgepasst in Biologie. Ja, eigentlich sind die doch Pflanzenfresser, oder? Ich meine, die essen doch Blätter und alles weg. Ja, Blätter. Doch ein Schädling.
So. Moment. Fleisch hat der hier doch, oder? Peter? Klingt aber lecker, oder? Klingt super. Das möchte ich nicht mal im Schlafzimmer haben. Nee, Fleisch ist es auch nicht. Also, Kaktus ist es nicht, Pilz ist es nicht, Fleisch ist es. Fisch? Es wird doch keinen Sinn ergeben. Fisch, nee. Fasern! Fasern! Vielleicht Fasern. Das würde Sinn ergeben. Ich meine, sie fressen doch Blätter. Und alles auf. Nee, ist es auch nicht. Die Fasern wieder rausgenommen? Ja. Das sind meine Fasern. Seide. Was? Seide. Jawohl, Schnecken essen. Was, keine Ahnung. Soll ich das jetzt googeln nebenbei? Was frisst eine Schnecke? Was frisst. Moment. Ich google das jetzt. Ich will jetzt die Schnecke. Okay. Okay, warte. Ich warte. Moment, das ergibt. Wie heißt das Vieh? Wie heißt das Vieh? Achatina. Okay, warte. Das will ich jetzt wissen. Ach. Ja, so geschrieben, wie ich es halt ausspreche extra. Achatina. Tina. Taming. Ich will so eine haben. Dann Gewehr über die Map reiten. Ja, mache ich auch. Mhm, natürlich. Wo soll denn dein Sattel hin? So, jetzt will die Seite, wo ich gefragt habe, wissen, ob ich ein Roboter bin. So, da sehen wir sie. Was frisst sie denn? Kuchen? Was? Dazu brauchst du Öl? Narcotics? Hä? Die frisst was? Kuchen. Was ja? Kuchen? Die frisst Kuchen. Sind hier nur verwöhnte Viecher? Sweet hier Vegetable Cake. Prime Filet und Kuchen. Die isst Kuchen. Süßen Kuchen. Wow. What? Ja, die kann man nur mit süßen Kuchen zähmen. Und den stellt man aus Öl, Narcotics und Beeren her. Ja, Öl kriegen wir jetzt auf die Schnelle. Ja. Ich glaube, das sind diese komischen Kuchen. Viecher, die geben ein bisschen Öl, ne, diese... Also, erlösen wir sie von ihren Qualen oder lassen wir sie ziehen, die kleine Schnecki? Was gibt denn die? Gibt dir dann vielleicht irgendwas anderes? Jetzt willst du sie doch töten? Na gut. Igitt, grünes Blut! Halten gibt die. Oh, okay. Rohes Fleisch. Gut, wir haben wieder was gelernt. In der nächsten Folge gucken wir mal, ob sich unsere Greifen... Wollen wir mal gucken, ob die sich paaren können? Wer greift und eine Schnecke? Ja, greift und eine Schnecke, ja. Warte mal hier, Ernteeinstellung verhalten. Was kommt da dann raus? Aktiviere Wandern. Jetzt wandert der. Das war doch Wandern, oder? Wandern ist umhergehen und was einsammeln und so, aber die Sonne nicht weggehen, oder? Wer weiß, wo der hingeht. War das nicht Wandern? War das nicht Paaren? Warte mal, hat der hier irgendwas? Verhalten. Wandern. Sex. Gibt's Sex? Die Option Sex zum Auswählen. Also ich sehe auch gar keine Herzen oder so. Wandern nicht manchmal Herzen dann? Normalerweise schon, ja. Bei den anderen Viechern waren ja überall Herzen immer. Ich glaube nicht, dass sich Greifen vermehren. Die fallen einfach aus dem Himmel. Wahrscheinlich. Aber die sehen identisch aus, oder? Ja. Absolut identisch, glaube ich sogar. Ja. Auf Normalstellen hier. Oh, die gehen jetzt immer weg. Oh mein Gott. Muss man die Keybinds durchsuchen. Wie das geht. Einfach E drücken und dann verhalten, wandern, deaktivieren. Eine bleibt jetzt stehen, jetzt hier. Moment. Was für. Wo ist es denn jetzt? Verhalten, wandern, deaktivieren. So, jetzt bleiben beide hier stehen. Passiv. Ja, und passiv. Das ist, da muss einfach nur T und dann Moment, gibt's hier alle anhalten. Mal schauen dann, ja, ja. Also der eine ist jetzt passiv, aber was ich übrigens will. Kann auch jubeln, cool. Ich gar nicht, mit T kann man jubeln. Oh, jetzt habe ich hier alle vor. Oh mein Gott, jetzt gibt's hier Stress. Gut gemacht.
Ja, was denn? Ich wollte nur mal gucken, ob es funktioniert. Sind doch alle schon wieder cool. Die sind alle ganz aufgeregt. Ah, die sind cool. Die kommen schon runter, wenn sie erstmal müde werden. Dann gehen die schon schlafen. So, genauso wie wir schon. Jetzt. Ja, ich wir gehen auch ins schlafen. Bett. Hast du zwei Betten oder nur eins? Ja, das ist mein Schlafsack, ja. Nee, den habe ich reingefurzt. Gut, danke fürs Zusehen. Wo sind deine Schuhe überhaupt? Du kannst ja barfuß herumlaufen mit meinem Schlafsack. Klar, ich stecke ja irgendwie drin. Guck mal, ich habe gar keine Füße. So, zwei bärtige Buben gehen jetzt in den Schlafsack. Ihr könnt jetzt bewerten. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zusehen. Küsschen und... Bussi, Papa.